Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Finns Geschenke. Und wie ihr wisst, hat Finn nur 6 Tage nach Heiligabend Geburtstag und deswegen ist es auch ziemlich viel geworden. Also bitte nicht erschrecken. Wenn euch also interessiert, was unser 2-jähriger Sohn so bekommen hat, dann könnt ihr dranbleiben, denn gleich geht's los. Ich greife einfach mal wild rein, denn ja, es ist einfach ziemlich viel. Ich habe es einfach mal alles hier reingeschmissen, weil es einfach schnell ging. Das erste, was mir hier in die Hand fällt, ist ein Malbuch. Ja, mein erstes Malbuch ist ab 2 Jahren. Das hat er zu Weihnachten bekommen von meiner Schwester. Und da sind einfach so ganz große Figuren drin. Hier zum Beispiel das Boot oder ein Polizeiauto, wie es früher noch war. Das müsste er jetzt ja natürlich blau anmalen. Er malt schon wirklich gerne, muss ich sagen. Ich muss eigentlich fast jeden Tag mit ihm malen. Aber einfach halt so auf dem Blatt und ich dachte, damit kann man ja mal anfangen, weil wenn das ab 2 Jahren ist, dann ist das was für ihn. Dann wisst ihr vielleicht, dass Finn von uns zu Heiligabend eine Küche geschenkt bekommen hat. Das sieht man dann nämlich natürlich sehr gut. Und dazu hat er dann noch von uns, von Ikea, wir waren da ja erst wegen dem Hintergrund, sagt mir übrigens gerne, wie ihr den findet. Genau, waren wir bei Ikea und haben dann einfach noch dieses Set hier mitgenommen. Da ist Käse drin und ich finde es richtig niedlich. Man kann es nämlich abmachen, da haben wir eine Scheibe Käse und Nudeln, wobei er da ja wirklich echte Nudeln genommen hat. Und ein Baguette, wo man dann ein Würstchen reinmachen kann. Was ich daran halt gut finde, ist, man kann es vielleicht auch mal waschen. Ich weiß gar nicht genau, ob das drauf stand, aber ich denke auf 30 Grad dürfte es auf jeden Fall gewaschen werden. Was er noch bekommen hat, ist von seiner Patentante, meiner besten Freundin, ein Brettchen mit Obst, das man auseinanderschneiden kann. Das ist hier so verbunden mit so Klett und dann hat er noch ein Holzmesserchen dazu bekommen, das habe ich jetzt unten vergessen. Und dann kann das alles durchschneiden und das hat er auch wirklich gut gemacht. Ich habe es ein Stück weit gefilmt und das seht ihr wahrscheinlich gerade. Finn spielt extrem gerne an meinem Laptop rum und das ist natürlich ziemlich nervig und ich muss auch Angst darum haben, der Laptop war nicht gerade der günstigste, deswegen hat Finn jetzt seinen eigenen Laptop bekommen. Der ist auch von VTech und ab 2 Jahren. Und den machen wir hier an. Genau. Das ist so ein kleiner Lerncomputer, der mit dir das ABC lernt, einem was vorliest oder Lieder singt. Und ein paar Minispiele sind auch drauf. Hier hat er sogar eine Maus, wo er draufklicken kann. Und hier noch ein kleines Klavier, um ein paar Töne zu machen. Findet er auch sehr interessant. Dann, und das war ganz wichtig, hat er von seiner Oma bekommen, also von Pattys Mutter, einen Rucksack. Und zwar diesen Rucksack hier. Diesen Rucksack habe ich auf die Amazon-Geschenkeliste von Finn gestellt. Und ich hatte eigentlich die Befürchtung, dass sie keiner geholt hat. Aber doch, seine Mutter hat es geholt, nur noch kurzfristig, weil es war noch ziemlich lang auf der Liste. Gott sei Dank, denn Finn hat ja am Donnerstag angefangen, sich mal die Kita ein bisschen näher anzuschauen. Und der war dann also noch rechtzeitig da. Und der ist richtig süß. Also hier hat man eben ein großes Fach für die Vesperdose, hat man hier noch ein kleines, wo man was verstauen kann. Hier vorne gibt es auch noch 2. Dann kann man auch, finde ich auch echt süß, man kann einfach die Pfoten hier aufmachen. Genau, dann hat es noch so Beinchen, er reflektiert auch und die Ohren kann man auch aufmachen. Und man muss ja auf jeden Fall alles in der Kita mal beschriften und deswegen kann man das hier. Also man zieht das raus und schreibt hier den Namen drauf und das finde ich richtig cool, weil mir gefällt es irgendwie nicht, die Sachen so zu beschriften, dass es jeder so gleich sieht. Das sieht irgendwie so aus wie vollgeschmiert. Mag ich einfach nicht so. Deswegen ist das ja eine perfekte Lösung wirklich. Und da hinten hat man auch so ein Bändchen. Weil es ja oft gerade, wenn kleine Kinder sowas aussetzen, vielleicht mal runterrutscht. Das kann es damit nicht. Genau. Dieser Rucksack ist von der Firma Affenzahn auf jeden Fall. Und da gibt es noch ganz viele andere Motive. Aber ich fand, der Hund, der war einfach einer der niedlichsten. Den Tiger, der war auch nur okay, aber den gab es, glaube ich, zu der Zeit auch nicht. Der war ausverkauft. Genau, so hat also unser Finn noch rechtzeitig seinen Rucksack bekommen. Dann waren wir zu Finns Geburtstag ja in Halle. Und auch davor hat er natürlich eine Kleinigkeit von seinem Opa noch nachträglich zu Heiligabend bekommen. Und zwar ist es dieser Gabelstapler geworden. Er versteht es noch nicht ganz. Er drückt immer nur einmal drauf, weil er wohl irgendwie nur batteriebetriebene Sachen gewöhnt ist, was mir echt peinlich ist. Aber normalerweise drückt man da eben öfter drauf, dann geht das so hoch und
dann gibt es hier so einen Schalter und dann geht es wieder runter. Mag er auch, versteht er bloß noch nicht ganz, aber gerade deswegen ist er einfach länger dran und macht öfter was damit. Das zweite, was wir von VTech bekommen haben, auch von der Oma, ist dieses Buch. Das stand jetzt nicht auf unserer Geschenkeliste, aber ich finde es auf jeden Fall mega cool. Das ist nämlich ein Buch, das schlägt man so auf. Zu Hause. Okay, es ist schon an. Möchtest du einige Laute hören? Tippe auf ein Board. Genau, da sind wir jetzt eben auf dem Register zu Hause. Und wenn Finn jetzt zum Beispiel wissen will, was das hier ist, dann drückt er einfach drauf. Genau. Wenn er da drauf drückt, wird einfach gesagt, was das ist. Stuhl. Also es ist quasi etwas, wo er sich selber was beibringen kann. Natürlich schauen wir mit ihm sehr oft und sehr viele Bücher an, aber das ist einfach auch mal eine coole Idee, finde ich. Außerdem kann man hier noch damit das ABC lernen, wenn man hier auf das Register ABC geht. Oder Lieder, beziehungsweise Geräusche, was diese Gegenstände für Geräusche machen, wobei das bei Joghurt und so schon ziemlich witzig ist, weil es einfach irgendwelche komischen Geräusche sind, die eigentlich nicht stimmen, aber egal. Finde ich sehr cool, war nicht auf unserer Liste, aber trotzdem mega toll. Mit dem beschäftigt er sich auch sehr gerne. Auch noch von der Oma, und ihr werdet merken, von der Oma hat er wahrscheinlich am meisten bekommen. Sie verwöhnt gern ihre Enkel. Hat er dieses Buch hier. Ja, das ist ein Buch mit Rollen und in diesem Buch geht es um den Betonmischer. Große Bilder, verständliche, kurze Sätze. Dann hat er von Wieso, Weshalb, Warum zwei Bücher bekommen. Und zwar einmal die Formeln und Gegensätze, auch von der Oma. Und ich liebe diese Bücher. Ich weiß noch genau, wie begeistert ich als Kind von Büchern war, wo man noch irgendwas aufklappen konnte oder was geglitzert hat. Und in diesem Buch kann man eigentlich auf jeder Seite noch was aufklappen. Hier zum Beispiel wird jetzt der Unterschied zwischen groß und klein erklärt und ja, genau, so ist er einfach noch klein gewesen, der Junge, ist er gerade gekrabbelt und hier geht er dann schon zur Schule. Genau, und so geht es dann eben weiter. Hier sind eben noch Formen gezeigt, die Tür ist zum Beispiel rechteckig, das ist eine Raute und so weiter. Genau. Also ich finde diese Bücher total cool. Und dann nochmal von der Katze. Natürlich brauchen wir das Katzenbuch, schließlich haben wir selber zwei Katzen. Und als er diese Katze zum ersten Mal gesehen hat, was ich übrigens auch aufgenommen habe, vielleicht zeige ich es euch, hat Finn gleich gesagt, Barney, Barney, weil wir auch eine gestreifte Katze haben in der gleichen Farbe, also den Barney, über den ich auch schon erzählt habe. Ah! Ja, guck dir an. Guck mal, was ist denn da drauf? Katze. Barney. Und das ist auch ein ganz niedliches Buch. Hier zum Beispiel ist die Katze in ihren Arm. Hier rennt sie weg. Ganz viele Sachen. Zum Beispiel die Katzenbabys. Da kann man nochmal was aufklappen. Hier. Wäscht die Katze sich gerne? Und wie? Die Katze putzt sich mehrmals am Tag gründlich ihr Fell. Ja, und solche Sachen sind da eben drin. Was mag die Katze? Was mag die Katze nicht? Es ist wirklich richtig ausführlich, muss ich sagen. Das hat mich selber sehr gewundert. Zum Beispiel, wie die Katze fröhlich aussieht und wie unglücklich und die verschiedenen Spuren oder welche Katze wohin gehört. Und ja, sehr interessant. Finn versteht bestimmt noch nicht alles. Diese Bücher sind von 2 bis 4. Aber ich denke, damit kann er lang was anfangen und da ist er auf jeden Fall richtig gewappnet und ein richtiger Katzenprofi am Schluss. Ach genau, das von der Katze habe ich übrigens von meiner Freundin bekommen, von seiner Patentante. Dann kommen wir mal kurz zu Klamotten. Danach kommen noch andere Spielzeuge, aber die sind jetzt einfach das nächste, was mir in die Hand gesprungen ist. Von meiner Mutter hat er so ein paar Hosen bekommen, das war so ein Dreierpack, die noch. Und dann noch in so einem Khaki-Ton. Genau, einfach Hosen in der Größe 92. Dann hat er von der Uroma und dem Uropa aus Halle noch Klamotten bekommen. Oder es ist von seiner Mutter, die haben uns beide Klamotten geschenkt. Auf jeden Fall ein paar Shirts, ein paar Oberteile. Kleidung ist natürlich immer sehr wichtig und sehr gut, wenn man die auch mal geschenkt bekommt. Denn so günstig sind die ja leider auch nicht. Das finde ich auch sehr hübsch. Ist von Lupilu. Dann hat er von meiner Schwester noch ein ganz süßes Set bekommen. Die Hose ist leider gerade in der Wäsche, weil er die anhatte. Und zwar einmal von C&A. So ein süßes Hemd. Richtig niedlich. Und dann noch so ein Jäckchen drüber. Ja, es ist auch schon etwas dreckig, muss auch gewaschen werden.
Genau, dazu gab es dann noch eine Hose in dieser Farbe, in so dunkelblau. Und ich habe ein bisschen auf seiner nachgefeierten Geburtstagsfeier gefilmt. Da sieht man sein Outfit auch. Das kann ich euch jetzt einblenden. Für Follow Me Around hat es leider, glaube ich, nicht gereicht. Deswegen seht ihr dann da ein Stück, wie es aussah. Es sah wirklich richtig süß aus. Von der Oma bekam er dann noch so ein großes Autolein. Das bekam er doppelt, weil sein Onkel ihm das gleiche in Schwarz noch gekauft hat oder andersrum. Auf jeden Fall hat er das jetzt doppelt. Aber Autos kann man auch doppelt haben. Haben Jungs, glaube ich, auch oft. Also egal. Von seiner Patentante hat er dann noch dieses Fädenspiel bekommen. Sowas schult die Motorik. Schließlich muss man eine ruhige Hand beweisen, um das da durchzufädeln. Und an dem ist noch besonders, dass er noch so Kärtchen dabei ist im Moment. Das hier ist sein Kärtchen. Erstens kann man da puzzeln, was auch mal wieder so ein bisschen die Motorik schult. Und dann kann man das einfach nachbauen. Also an jedem Anfang von diesen Fäden ist so ein Häuschen und dann kann man das so nachbauen. Ja, das sind einfach so 2-in-1-Spiele und ich schaue immer, dass ich sowas bekomme, dass es einfach ein Spielzeug ist mit mehr als einer Eigenschaft. Ganz einfach, weil man dann schon 2 Spiele eigentlich hat. Wenn ihr meinen Heiligabend Follow Me Around gesehen habt, habt ihr den schon gesehen, deswegen sage ich auch nicht mehr viel dazu. Einfach einen Bus, weil Finn einfach Busse liebt. Wenn er die sieht, dann dreht er wirklich durch. Bus, Bus, Bus. Und deswegen hat er von seiner Tante noch eine Plans-CD bekommen, weil er ja sehr gerne abends noch, bevor er einschläft, gerne eine halbe Stunde Musik hört. Da machen wir einfach den Timer an, in einer halben Stunde geht's aus. Von uns hat er dann noch so einen kleinen Lego-Krankenwagen bekommen und auch noch ein größeres Set. Das blende ich euch aber einfach alles mal so ein, weil das ist ein Finns Zimmer und bis man das rausgeholt hat und alles nicht. Ich zeige euch einfach ein Bild. Von Pattys Schwester hat Finn dann noch so ein Auto bekommen, beziehungsweise es ist eine Feuerwehr, mit so Steinen, wie man sich eben selber zusammenbauen kann. Findet Finn, glaube ich, auch ganz cool, bloß er ist einfach gerade mega überfordert mit dem ganzen Spielzeug, ist ja klar. Und deswegen habe ich alles auch schön verstaut, sodass er eins nach und nach einfach entdeckt. Es ist einfach doof, er kriegt einfach jetzt das ganze Jahr über nichts. Und deswegen kann er nur so überflutet werden mit Spielzeug. Dann bekam er von meiner Schwester noch eine Arche Noah. Die wollten wir, weil Finn einfach auch mal Spielzeug irgendwo mit hinnehmen soll. Und zum Beispiel, wenn er mal bei der Tante übernachtet oder so. Und das ganz einfach ist, es hat hier einen Henkel, kann man schön mitnehmen. Da sind dann solche Tiere drin, die sind dann alle hier unten drin, kann man sie aufbewahren. Und ja, damit spielt er auf jeden Fall auch sehr gerne. Generell entdeckt er gerade das Rollenspiel so ein bisschen. Stellvertretend für alle Autos zeige ich euch jetzt mal dieses hier. Das ist jetzt ein Käfer von meiner Mutter. Er hat noch ganz viele andere Autos bekommen, aber ich dachte, es reicht, wenn ich euch eins zeige. Und dann hat er wieder so viele Kuscheltiere bekommen. Ich weiß langsam echt nicht mehr, wohin damit. Er erstickt fast im Kuscheltier-Sumpf. Denn, ja, ich weiß nicht, er bekommt dauernd neue. Diesen Hund hier hat er aber von der Oma und Opa aus Halle bekommen. Der ist so richtig weich und kuschelig. So, meine Lieben, das war's also schon wieder mit Finns Geschenken, aber ich glaube, das Video ist schon ziemlich lang geworden. Bedenkt bitte immer, dass Finn wirklich Geburtstag und Weihnachten leider etwas zu nah beieinander hat und genau deswegen nur so viel bekommt. Ich würde ihn sonst nie so überhäufen und eine Reizüberflutung provozieren. Wir handhaben es jetzt einfach so, dass die Sachen, die er interessant findet, einfach bei ihm sind. Wenn er die langweilig findet, dann bekommt er andere Sachen. Also nicht alles auf einmal, weil sonst liegt alles eh nur in der Ecke. Und im Moment sind es einfach so die Küchensachen und das Fädelspiel. Was haben eure Kinder denn so zum Geburtstag bekommen oder zu Weihnachten in diesem Alter? Würde mich sehr interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Und dann bis zum nächsten Mal.